Hey Leute, willkommen zurück zu Bitch Constructor Portal. Das Game, wo wir natürlich die perfektesten und bestfunktionierenden Brücken bauen. Oder wahllos streben, zusammenknüppeln. Je nachdem, was funktioniert. So, Kammer 33. Schauen wir doch mal. Okay, Moment, die jumpen von hier in den Ausgang, der zu ist, weil da oben der Schalter ist. Also wir müssen sie, ohne dass sie das Pad berühren, ins Portal bringen, vom Portal irgendwie da drauf und da raus, oder wie? Okay, sie würden direkt, ganz direkt reinfliegen. Sie also erst einmal darüber bekommen. Wir fangen mit dem leichtesten an. Wir ziehen hier einfach mal schnell eine Brücke rüber. Das ist ja das einfachste Problem. Denke ich. Das größte Problem wird werden, wie sorgen wir dafür, dass das überhaupt am Ende funktioniert. Jedenfalls nicht, indem wir einfach das Gedöns wieder löschen, Schnitter. So, die sollte theoretisch vielleicht halten. Hält gut. Hält wirklich gut. Wenn sie von unten vielleicht noch mal so ein bisschen abstützen. Und hier vielleicht noch mal einen ran. Wieso ist da ein Ankerpunkt? Ja. Oh. Das hält nicht. Das war irgendwie fast abzusehen. Aber wir können auch hier oben den nutzen. Vielleicht ist der dafür ja auch gedacht. Dass wir hier einfach nochmal ein paar Kabels ranknüppeln. Auch wenn der Winkel nicht optimal ist. Vielleicht bringen sie trotzdem ein bisschen halt. Nein. Nicht wirklich. Der ist nämlich auch noch rot. Ja, wie eben gesagt, ne? Perfekt funktionierende Brücken. Oder irgendwas, was uns gerade so einfällt. Vielleicht kriegen wir da so nochmal ein bisschen mehr Stabilität rein. Ich würde schon gehen. So, wir müssen die jetzt über das Jump-Pad rüber bekommen. Sie dürfen dann nicht drauf jumpen. Reicht das? Oh, vor allem hält das. Das ist das nächste Problem. Ja, jump drüber. Jetzt sag nicht, das passt sogar schon. Konvoi. Auch wenn ich befürchte, dass die Brücke einfach zusammenbrechen wird, aber dass das einfach so einfach war, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne, die treffen sich nicht gegenseitig, okay. Das ist ja richtig easy. Was haben wir uns in den letzten zwei Folgen hier hart ein abgebrochen? Ja. Und jetzt ist das so. Easy going. Bestimmt wird die nächste Kammer wieder hart brutal. Ja, das war ultra einfach. Next one. Vertical Limits. The Enrichment Center would like to remind you that all test chamber costs will be reimbursed by the applicant. Das würde bedeuten, wir gehen pleite. In case of illiquidity,
The Enrichment Center offers all applicants the possibility to do compensatory work as test vehicle parking attendants. Family members may provide test vehicle cleaning services for optional gratuity. Alles klar, Robby. Alles klar. Holy fuck. Deswegen Vertical Limits. Der Ausgang ist hier oben. Wir müssen da hoch irgendwie. Da durch. Wir müssen da einen Schalter aktivieren und da rein. Da durch und da. What the. Okay. Alles klar, was stimmt nicht mit euch? Obwohl, das sieht gar nicht so schwierig aus. Hier können wir doch einfach so rüber. Das ist ja, glaube ich, das geringste Problem hier unten. Das hält sogar schon. Faden. Kommt der denn da oben überhaupt rein? Ja, fährt vorwärts raus. Der muss jetzt irgendwie an den Schalter ran und vom Schalter ins Blau, ins Gelbe fallen. Ja, nee. Ist klar. Wir müssten den im Endeffekt die Wand hochfahren lassen und so reinfallen lassen. Können die ein Looping fahren? Nochmal, wo muss der dann abgefangen werden? Eigentlich irgendwo hier vorne schon, ne? Müssten so und die dann irgendwie. Na klar, wir haben ja sonst nichts zu tun. Mir auch nicht, sonst würde ich da nicht gerade nicht zocken. Die Frage ist, geht das tatsächlich? Kann man die hier so lang fahren lassen? Geht sowas? Ja, aber dann werden sie hier anecken und kämen dann vielleicht hier nicht mehr hoch, oder? Ist in den ganz kurzen Abständen, dass wir das korrigieren können. Was definitiv passieren wird. sind die jetzt zusammen? Sind zusammen. Da kriege ich aber nichts mehr zwischen. Okay, entfernen wir den. Hilft nichts. Probieren wir es so. Aber wie kriegt man das jetzt fest? Okay, hier geht's von unten, aber. Wie kriegt man die da oben fest? Geht der bis zum Boden? Natürlich nicht. Warum auch? Okay. Den können wir doch eigentlich direkt da dran hängen. Und hier? Wie viel Wucht hängt da drauf? Versuchen wir es mal so. Das wird nicht halten, oder? Hier kam diese Idee irgendwie zu spontan. Das ist verdächtig. Das bricht doch zusammen. Ja, was soll's auch sonst tun? Was soll es auch sonst tun, weil das so nicht funktioniert? Entfernen wir den da oben mal. Muss das überhaupt so weit rumgehen? Das ist auch noch die Frage. Das hier gerne nochmal so machen. So vielleicht. Wobei, wir schicken erstmal gleich einen durch. Mal gucken, was er macht. Ob der vielleicht Stuntman-mäßig von alleine den Weg findet. Oder eher nicht so. Der ist eigentlich da oben schon fest. Machen wir so nochmal. Kann der. Ja, ein Schreben fährt er vorbei, ne? Ja, ja. Okay. Was macht er? Bei dem passt das überhaupt? Ja, er aktiviert den Schalter, würde zurückfallen.
Ja, aber nicht im Konvoi, ne? Aber bestimmt nicht im Konvoi, da sind ja Ziehen. Nee, die können ja ruhig steiler fahren. Kriegt man das fest? So? Will das so halten? Ich befürchte zwar eher nicht, aber... Wir gucken mal. Gehen wir gar nicht so weit genug runter. Könnte halten. Also einen kriegen wir durch. Der müsste hier ankommen. Müssen wir den Konvoi durchjagen? Ja, müssen wir. Wir brauchen jetzt schon eine Ewigkeit dafür. Obwohl, nee, das ist ja Level 2. Ha. Ja, 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 ja. Okay, der kommt durch. Konvoi, never. Nie im Leben. Oder vielleicht doch. Glückslampe, hilf! Es reicht ja, wenn der eine dagegen kommt und die einfach alle da irgendwie reinfallen, aber das hält gar nicht. Nee, die stapeln sich dann hier gegenseitig. Die schieben sich dann da gegenseitig weg und kommen nicht mehr runter. Und da unten riecht's auch zusammen. Okay, klappt gut. Habe ich mir auch genauso vorgestellt. Das ist optimal. Also die bricht auch komplett auseinander. Da können wir das so noch irgendwie ein bisschen stabilisieren. Und hier vielleicht noch zwei, drei Bänder ranhängen. Ja, dann zerrt er nach oben. Okay. Nächstes Problem ist das hier. Aber sie fahren ja theoretisch noch ein Stück hoch. Was ist, wenn man denen hier mehr Anlauf gibt? Dass die hier nicht ganz so steil gehen. So vielleicht. Hier tatsächlich... einem leichten Bogen da so rüberkommen? Geht das? Wie kriegt man das jetzt fest? Sinnvoll fest. Na, so vielleicht irgendwie. Was über den hier probieren. Und da unten von oben. Zur Not könnten wir es... ja... fahren? Kann der da hoch? Tatsächlich! Lol! Es bricht hier halt nur hart auseinander, weil es hier nirgendwo fest ist, ne? Ist hier in der Ecke vielleicht nochmal so ein bisschen verstreben? Vielleicht ist das dann die nötige Stabilität, die wir brauchen? Eventuell? Vielleicht hier zur Sicherheit. Ja, jetzt ich baue wieder irgendwas hin, was wahrscheinlich überhaupt nichts bringt. Also lassen wir es besser und schicken aber mal einen Konvoi rein. Gucken wir mal, was passiert. Das ist echt ein halber Looping, den die da fahren. Das ist echt crazy, Mann. Vor allem fällt der richtig. Oh nein. Nein. Jetzt ist es so stabil, dass sie die Knopf nicht auslösen. Das hat vorher ja ein bisschen geschwankt. Das muss ein bisschen schwanken. Okay, nochmal.
Hier haben wir über den Knopf eine Straße. Die hat er ja beim ersten Versuch anscheinend reingedrückt. Nur diesmal halt nicht mehr. Okay, ist ausgelöst. Okay, sie müssen ein bisschen schneller runterfallen. Vielleicht, wenn wir das hier ein bisschen gerader machen. Ungefähr so. Eventuell. Theoretisch könnten wir das nächste Level schon machen, aber wir wollen ja auch den Konvoi durchkriegen. Nee, das muss noch runter werden. Muss hier noch ein bisschen runter. Die müssen regelrecht so, ne, so gehen. Obwohl nicht, dass sie dann hier unten raufhören, dann bricht das wieder alles auseinander. Das ist aber auch eine Wackelkonstruktion. Aber so könnte es funktionieren. Na, nicht ganz. Muss tatsächlich noch ein Stück runter. Konvoi wird immer wackeliger, ne? Go, go, Lampe. Oh, was war für ein Blick da hinten, ne? Ja, das sieht besser aus. Jetzt müssen sie bloß da noch irgendwie alle reinfallen. Und die Brücke hier unten muss irgendwie überleben. Komm, fall um. Ja, fahr durch. Oh Gott, schafft die zwei gerade so eben. Ja. Ja, nur noch der eine. Komm. Oh. Ja. Geschafft. Next one. Würfelhüpf. Klingt nicht gut. Es gibt doch keine Hinweise. Wozu? Okay, da ist ein Schalter. Der aktiviert das Ding da oben. Da kommt ein Würfel durch. Der soll da oben hin. Okay, die Autos sind kein Problem. Darüber, darüber drin. Aber der Würfel wird aber... ne? Ja, er muss erstmal ins Gelbe. Das geht gar nicht anders. Muss erstmal ins Gelbe. Hält so was? Okay, eher nicht so. Okay. Das wird eine harte Sache. Wie kriegen wir den da weit genug rüber? Ah, so, ne? Ach so, ich muss immer jetzt ein Auto rausschicken, damit der Würfel rauskommt. Okay, kommt ins Gelbe, fällt am Blauen dran vorbei. Hervorragend. Hervorragend. Müssen das also ein bisschen länger machen, ja? Dass der da ein bisschen präziser reinfällt. Der liegt ja auf, das geht, ne? Ja, das geht. Okay. Nein, das geht nicht so gut. Wieso ist denn der überhaupt wieder rausgekommen auf einmal? Okay. Ja. Und löst sich dann da oben auf. Okay, wir haben hier Ankerpunkte. Können wir das doch eigentlich hier so rüberbauen?
Das wird wegklappen, ne? Jo. Natürlich klappt's weg. So ganz klar. Aber so könnte es eigentlich reichen. So. Oder auch. Sie hängt. Sie hängt. Das zielt. Yeah. Dafür kommt der Würfel da hinten nicht mehr an. So, der bämselt da drauf und oben in den Laser rein, ja? In den Laser. Ja, der bämselt nur da oben gegen. Ist nur dafür sorgen, dass er da nicht gegenkommt. Also irgendwie... Da reicht das schon? Hält gut. So. Hält genauso gut. Wieso eigentlich mit Ankerpunkten? Wir können das doch auch von hier unten hochziehen. Ah, das können wir auch machen. Okay, das wäre weg. Den wir hier einfach einen Turm hochziehen. Hat doch letztes Mal auch funktioniert. Ja gut, ist nicht im richtigen Winkel, macht nichts. Ich bin aber auch nicht im richtigen Winkel. Könnte halten. Könnte halten, muss aber nicht. Ja. Nah dran. Klappt halt zusammen wie ein Kartenhaus, ne? Weil die meisten Sachen hier nirgendwo fest sind. So, sieht furchtbar aus. Geh nochmal da dran. Hält. Los, Würfel! Du müsstest jetzt da oben gegen und irgendwie da drauf landen. Schaffst du das? Fast, aber Plan XB 12. Wir können doch dafür sorgen, dass er da hochgeht. Gib mir das Band. So. Wir können auch einfach hier unten. Wir können doch einfach hier unten erstmal irgendwas hinstellen. So. Wir können den doch hier einfach dazu zwingen, dass er darauf fällt. So ungefähr. Kommt er nicht mehr durch. Ja, so können wir runter. Gut. Bestimmt geht das auch deutlich einfacher, aber wir testen es mal so. Weil er fällt genau auf die Kante, so müsste er theoretisch da drauf fallen und da rein. Ja, klappt. Okay, das Problem ist gelöst, aber ist der Würfel schnell genug, bevor die Autos da sind? Ja, die wir da erstmal rüberkriegen müssen. Ankerpunkte oder so? Nein. Das ist jetzt nicht mehr so nötig heutzutage, ne? Ankerpunkte. Ab und zu. Wir haben ja gelernt, man kann Brücken auch mit genügend Gegengewicht einfach irgendwo hinstellen. So, hier nochmal einen runter, vielleicht nochmal einen so quer. Könnte halten. Der geht einfacher, da können wir einfach so rüberziehen. Geht drauf.
Zack, zack. Aber ich glaube, wir werden dieses Level in dieser Folge nicht mehr schaffen. Befürchte ich bald. Hätten wir da nicht früher hochgemusst? Moment, wie können wir die von hier so durchkabeln? Kriegen wir nicht. Auch nicht. Ja, die Brücke unten könnte ein Problem werden, wenn wir das nicht irgendwie anders machen. Wir setzen die mal ein bisschen höher. Obwohl. Und ich trotzdem versuchen, die aufzuhängen. Geht das nicht trotzdem? Können wir hier drüben was rüberbauen? Dann hätten wir halt eine Befestigung von hier oben irgendwie. Die Frage ist nur, hält das? Befürchte eher nein. Lassen wir einfach aufliegen und basteln uns hier Gegengewicht hin. Dass die nicht wegrutscht. Das muss keine Straße sein. Möglichst viel. Könnt das vielleicht noch... Nein, können wir nicht. Vielleicht noch von hier so irgendwie über Gewicht abfangen. Okay, okay, okay. Nächster Plan. Wir stützen das noch von oben ab. Bringt das überhaupt was? Müssen wir hier noch ein paar Kabel ranmachen, um die Last hier oben schon zu verteilen. Es ist eng. Es ist eng, aber es könnte gehen. Ach, der reißt, wenn die darüber fahren. Der reißt. Der eine. Wie kriegen wir den denn entlastet? Indem wir noch so ein Ding dazwischen basteln. Wo? Oh. Aber wir könnten das noch ankabeln. Okay, das müsste halten. Hier drüben brauchen wir noch eine Brücke rüber knallen, ja? Haben wir das dann geschafft etwa? Nee. Kann ich mir kaum vorstellen. Dass wir es damit geschafft haben sollten. Okay, klack, 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 klack. Klack, sagte ich, testen. Nicht ganz. Weil wir könnten die doch von unten nochmal ein bisschen an diesen Haltepunkten anbasteln. Da können wir es so aufliegen lassen und vielleicht nochmal so rüber. So rüber. Hab ich schon wieder irgendwo einen Punkt vergessen? Ist robuster fahren. Ist der Würfel schnell genug, bevor das Auto da oben ankommt? Wobei, der kann ja ruhig vor der Tür warten. Oder nicht? Scheint zu funktionieren. Konvoi? Jetzt hatte ich das funktioniert tatsächlich. Der Würfel... Die können sich ja ruhig an der Tür stapeln. Das ist ja... fast egal. Gott, hält die Brücke das aus? Yes. Next one.
Parallelwelten. Klingt brutal. Wie brutal das ist, sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.